Wo sind denn hier bitte schön die Negerküsse? Die heißen nicht Ach, moin moin Leute, und dann sage ich die Unterhaltung hier. Ja, wie ihr es gerade schon gehört habt, so, ich suche die verflixten Negerküsse und es gibt die Dinger nicht mehr. Nun ist eine alte Kamelle, ich weiß. Aber das heißt nicht, ich will auf was hinaus. Hören Sie irgendwo. Eine Zensur findet nicht statt hier in Deutschland. Ha, verflixte Scheiße, findet hier eine verdammte Zensur statt? In einer tollen Demokratie? Und es sollte hier eine Demokratie sein, wo jeder sagen sollte, was er, ich meine, also, Meinungsfreiheit und so. Nix davon, es gibt keine Meinungsfreiheit hier. Die wird nämlich vehement kaputt gemacht und unterdrückt. Sobald du nachfragst, unter die Frage, hinter der Frage nochmal nachfragst. Bumsti. Das erlebe ich ja überall, ja. Gerade seit ich, ja, 2011 als Aktivist so richtig in die Schuhe eingestiegen bin, Demos gehen mit allem drum und dran, sehr viele Kontakte zu sehr guten Menschen bekommen habe, zu Freigeistlern, zu Althippies und, höre ich es von allen Ecken und Kanten. Man spürt es auch, man sieht es auch, man merkt es auch. Es ist nichts. Also, das gibt es hier nicht. Ja, sobald du irgendwie kritischer wirst, dann wirst du von den Massenmedien oder Medien allgemein, ob es eine Zeitung ist, irgendwelche Boulevardblätter, die Bild ist keine Zeitung, da müssen sie über 70, mindestens 70% Nachrichten zeigen und sie zeigt keine richtigen Nachrichten. Das ist ein Boulevardblatt, so viel davon mal abgesehen. Fuck Bild. So. Also, letztendlich, ja, Meinungsfreiheit und Demokratie, das würde zusammenpassen, wenn wir das hier hätten. Nur letztendlich, wie ich es immer wieder so schön sage, das Problem ist, wir sind immer noch Vasallen der USA. Ja, wir sind kein verfickter souveräner Staat, das ist überall nachzulesen. Und nein, ich bin kein Rechtspopulist. Also von daher, vergesst, wenn ihr mich damit angreift, dann macht es doch. Aber ich weiß in mir selber, vom Herzen, wer oder was ich bin, ich weiß es doch. Ihr könnt mir meine Zunge oder meinen Mund nicht verdrehen. So, ja, das fängt ja schon damit an. Ich will mal ein gutes Beispiel mit reinhauen. Alfred Herrhausen. Was wollte Alfred Herrhausen? Dieser Mann hatte vor, damals, in den 80ern, 70ern, 80ern, hupsala, da muss ich mich jetzt hübschen, da muss ich wieder passen. Zu viel Wissen im Kopf, ne, ja. Und auf jeden Fall, dieser Mann hatte vor, das Geld oder die Schulden der dritten Welt zu erlassen. Was wurde gemacht? Er wurde getötet. Nicht von der RAF. Denn da bin ich definitiv der absoluten Meinung, dass es nicht die erste Generation der RAF war, die ihn getötet hat. Das haben sie der RAF nur angelassen, um es zu vertuschen. Eine Falsch Flag Operation, also eine Operation unter falscher Flagge. Bumsti. So, was passiert mit Leuten, die heutzutage, ich mache es aber jetzt natürlich ziemlich merkwürdig, wenn wir hier in Deutschland Menschen killen. Ich meine, das hat damals funktioniert, damals hatten wir halt ein paar Terroristen, ne? Also ein paar Terroristen. Wir haben jetzt keine RAF mehr, wir haben auch keine anderen Terroristen mehr. Islamisten passen jetzt nicht, können wir dazu, oder diese fanatischen Islamisten oder fanatischen Christen haben wir hier auch nicht so wirklich, die können wir jetzt auch nicht dafür benutzen, für sind so die Konstruktionen nicht zusammenpassen. Gut, die NSU-Geschichte, wissen wir auch, ist alles auch erstunken und erlogen, da glaube ich euch auch kein Wort. Hallo, am Verfassungsschutz und hier fick dich Verfassungsschutz. Ich weiß, mit meinen Videos, da kriege ich wahrscheinlich irgendwann eins auf die Nüsse, aber das ist meine Meinung und so knall ich es auch raus. So, Werner Altnickel. Möchte ich jetzt mal hier im Raum stellen. Das ist für mich persönlich ein genialer Mensch, der sehr, 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 sehr lange schon kämpft. Und zwar im Bereich der Wettermanipulation, auch Atomkraft. Er ist bei den Grünen drin. Und jetzt vor ja, ein paar Wochen oder ein paar Tagen wurde natürlich sein Account, ihr YouTube-Account, wurde gesperrt. Warum wohl? Der Mann wird den Leuten wohl zu heiß. Und YouTube kriegt irgendwo seinen Daumen drauf gedrückt. Hey, der ist böse, der redet zu viel, macht ihn mal platt da. Ich kann nur ans Herz legen, er hat jetzt einen neuen Kanal, Chemtrails-Hab. Ich werde es auch gleich hier unten nochmal in der Infobox bzw. in der Beschreibung mit reinpacken. Unterstütze diesen Mann, denn ich finde es absolut toll, was er macht. Also ist es absolut genial. Und sein letztes Video, jetzt muss ich kurz im Schauen, Alex Stöpko erwischt. Das habe ich ja auch in meinem Kanal hochgeladen. Das ist für mich, ich meine, ich war nicht wirklich am Zweifeln, aber es war schon ziemlich merkwürdig, was mit dem Champions. Im vorherigen Video habe ich auch schon drüber gesprochen. Und durch dieses Video, was Herr Altnickel da wieder hochgeladen hat, was er gefilmt hat, das ist für mich der absolute klare Beweis, Wumste sind am Spray, da ist was. Jetzt mal zur kleinen Geschichtsstunde. Im Zweiten Weltkrieg wurden auch Aluminiumblätter
Flugzeugen, von Transportern im Himmel verstreut, um die Radare zu täuschen. Letztendlich ist dieses mit Aluminium-Rumexperimentiererei da oben. Das ist so alt, ist das noch? Also, das ist schon ziemlich alt, sagen wir mal so. Der Mensch hat schon, und gerade die Technologien im Zweiten Weltkrieg angewendet worden sind, ob sie von den Deutschen, von den Russen, von den Amis oder von, was weiß ich, von einer relativ hohen Kultur, sagen wir mal so, also technologisierten Kultur. Ja, da ist schon vieles dran. Also, von daher, das ist so, boah, was ich mal gerne so ansprechen wollte. Ne? Von wegen, Demokratie haben wir hier nicht, ist meine Meinung. Autokratie. Ob sie richtig Autokratie ist, weiß ich auch nicht. Also, auf jeden Fall, also kann ich das nicht so als das beschreiben, als was man das so beschreibt. Geoengineering, Global Dimming, das sind auch so ein paar Schlagwörter, wo man nachschauen sollte. Und nach diesem Video bin ich definitiv der absoluten 110% Überzeugung, da oben machen sie Murks. Ob es jetzt mit der Klimaschose zu tun hat oder ob es mit der Verdummung der Menschheit zu tun hat. Da möchte ich noch auf einen ganz interessanten Film drauf zurückkommen. Und zwar The Core, der innere Kern. Da wird ja von einer Waffe geredet, Destiny. Seismische Waffen. Nun ja, interessanterweise werden ja sehr viele Atomkraftwerke auf seismische bzw. auf Verwerfungslinien auf diesem Planeten gebaut. Warum? Hä? Warum werden so viele Atomkraftwerke auf eben solchen Linien gebaut? Tja, Atomkraftwerke, wozu sind sie da? Letztendlich natürlich einmal, um Energie zu erzeugen und Waffen herzustellen, Uranmunition und was weiß ich nicht noch alles. Atombomben, ja, es gibt zwei Arten von diesen Atomkraftwerken. Gut, wir werden einen friedlich nutzen, aber ich bin absolut Atomkraftgegner. Dieses Zeug ist übel. Euch wird das Scheiße verkauft. So, aber gut. Wieso bauen die einfach ein Atomkraftwerk auf der Verwertungslinie und in 10 Jahren benutzt das Ding als Bombe? Wow, geile Waffe, eine schlafende Waffe. Ein Atomkraftwerk ist für mich eine schlafende Waffe. Tschernobyl, Fukushima. Und gerade wenn man sich den Film The Core, der innere Kern, anschaut, der so extrem gefloppt hat, davon mal abgesehen. Da kommt man zu einigen interessanten Überlegungen. Und in vielen Filmen, gerade auch die Independent-Filme, sind auch sehr, sehr interessant. Ja gut, ich meine, The Core ist natürlich kein Independent-Film, aber teilweise auch die Hollywood-Leute, einige Regisseure verarbeiten da schon einiges, was hier auf der Welt passiert. Ich möchte auch mal kurz eben zu Star Trek DS9 reinspringen. Dort wird ja auch der Zeitgeist auch mitverarbeitet, und zwar der Balkankrieg. Das Video werde ich demnächst auch mal hochladen. Und zwar habe ich das auch hier über YouTube gefunden, wo, oh Gott, wie heißt unser scheiß blöder Typ hier nochmal? Ach, jetzt habe ich unseren Dingsbums vergessen. Den Namen von der Frau Merkel war. Yes, ist nochmal. Ja, ich weiß, ich habe da. Auf jeden Fall, Schröder, genau, unser netter Kanzler Schröder. Er hat selber zugegeben, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Das Video werde ich hier nach wahrscheinlich, nicht mehr wahrscheinlich, das werde ich hier nachher hochladen. Und da hat er mir selber zugegeben, ja, ich bin ein Kriegsverbrecher, weil wir da ne, missgebaut haben. Interessant. Aber wenigstens hat Herr Schröder Eier in der Hose und hat zugegeben. Wisst ihr, was ich auch noch einen großen Fehler an vielen Politikern finde? Es war schiefgelaufen und sie treten ab. Das zeugt davon, dass sie keine Eier in der Hose haben. Wenn ich missgebaut habe, dann gebe ich es offen und ehrlich zu, aber trete auf keinen Fall zurück. Denn wenn ich zurücktrete, verliere ich mein Gesicht und dann war's das. Dann bin ich nicht mehr für voll zu nehmen. Das ist eine feige Rückzugsaktion. Und es hat nichts mehr mit taktisch klug zu tun. Nein, nein. Wenn ich missgebaut habe und auch in meinem Leben. Ich bin kein guter Mensch wahrscheinlich. Ich habe viel missgebaut. Aber das heißt so lange nicht, dass ich mich jetzt zurückziehe. Dann stehe ich für meine Taten ein und rede mit dem Menschen und gehe auf ihn zu und versuche etwas irgendwie zu managen. So, ich würde sagen, das ist so viel zu meinem Thema oder zu meiner Sache jetzt. Ja, ich werde, wie gesagt, also wie man auch gerade sieht, also ich werde mich nicht verändern. Ich hau meine Videos so raus. Ich habe auch meine Art und Weise so rausgesetzt. Ich will kein professionelles Studio aufbauen. Vielleicht werde ich demnächst mal eine tollere, bessere Kamera besorgen. Aber letztendlich, ihr werdet mich so erleben, wie ich hier bin. Und ich werde auch meinen Mund nicht verändern. Auch meine Charakterzüge werde ich nicht verändern. Meine Ausdrucksweise werde ich nicht verändern. Denn ich bin dagegen. Ja? Wenn ihr dafür seid, bin ich dagegen. Es sei denn, es ist wirklich was Schönes, Gutes für die Menschheit und für die Tierwelt. So, also bis dann, hier der Alligator. Ich mache mich da wieder vom Äger. Also macht es besser draus und lasst euch nicht verarschen.